Also schauen Sie, wir kommen jetzt aus Jahren der Mitregierung des PDs. Wir haben gesehen, was da los war und ich gehöre nicht zu jenen, die jetzt so austun, als würde der Leibhaftige selber in die Landesregierung einziehen. Auch der Lega gebe ich die Chance, hier Verbesserungen zu machen. Natürlich haben wir Berührungspunkte mit der Lega, aber ich habe es den Kollegen von der Lega auch schon gesagt, es wird darum gehen, ob sie sich von Rom beziehungsweise Mailand abkapseln können und ob sie imstande sind, für Südtirol Kompetenzen rauszuhauen. Denn um das wird es gehen. Bekommen wir die Zuständigkeit in Rheinwanderung, bekommen wir vielleicht auch eine Form, dass wir direkte EU-Richtlinien, dass wir EU-Richtlinien direkt hier in Südtirol umsetzen können, Konzessionen und so weiter. Also da wird sich die Lega beweisen müssen. Würde es einen Landesrat geben, den Sie die Kompetenz für ein Assessorat zusprechen würden? Ja, die Frage stellt sich eben leider nicht. Denn es wäre wirklich aus demokratischer Sicht angebracht, dass man sagen könnte, ich kann die einzelne Person wählen, mich zu der Person enthalten oder ich kann sie eben nicht wählen, weil ich sie nicht gut sehe als Landesrat, als Landesrätin. Und ich habe eben drin auch in der Aula vorher gesagt, wenn wirklich ein Kandidat dabei ist, der einen umhat, wo man sagt, dem traue ich das zu, das zu machen und einzig auf weiter Flur, dann wären wir Freiheitliche sicher dafür. Diese Gelegenheit wird uns genommen.